Was geht, Leute? Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Video. Heute ist der Krieg dein Scheiß endlich hin Tag. Hieß das so? Ich hab das von Finn Kliman. Hieß das so, Finn? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall probiere ich heute ein paar Dinge noch weiter abzuarbeiten. Im letzten Vlog ging es ja auch schon hier so um dieses Retro-Ding. Übrigens, hier ist jetzt mal gerade der Stand. Ich gebe euch schon mal ein bisschen Bescheid. Hier wurde noch rumgewerkelt. Ilja war sehr fleißig. Hat hier die Lämpchen schon angebracht, die übel crazy aussehen. Ein paar Sachen müssen noch aufgebaut werden, ein paar Sachen möchte ich noch zu Ende montieren natürlich. Zumindest hat man jetzt hier mal vernünftiges Arbeitslicht. Es sind viele Kleinigkeiten angefallen, die jetzt abgearbeitet werden müssen. Und ich möchte heute noch ein wenig Geld in Kunst investieren, denn wie ihr gesehen habt, sind viele Wände karg. Bevor aber karge Wände hier zum Anklang kommen, kann ich euch nur sagen, Abonnent sein von diesem Kanal ist auch sehr schön. Ich streiche gerade meinen Bauch hier und fange jetzt direkt mit einer kleinen Sache an, denn mir ist gerade was aufgefallen. Hier ist so ein Ding abgegangen. Seht ihr das? Ich glaub's nicht. Komm her, du Sau. So, erste Kleinigkeit erledigt. Und jetzt kommen wir zu was ganz Interessantem, denn ich habe für... Also hier ist eine Hue-Leuchte drin. Oh, hell. Ich habe für diese Hue-Leuchten sowohl für Studio 1 als auch für Studio 2 hinten Bewegungssensoren oder Präsenzsensoren. Ich hatte einen Elektriker hier, mit dem ich gerade geredet, der meinte, die sind klugleißen, aber also die sind übel cool. Aber er hat natürlich recht. Ich glaube, das nennt man dann einen Präsenzsensor geholt. Siehe, wenn jemand hier reinkommt, dass sich dann die ganze Szenerie hier um den Raum einschaltet. Das möchte ich jetzt ganz gerne installieren und an die Decke bringen und dann mal ausprobieren. Also von daher nicht labern, sondern machen, ne? Sensor hängt. Ich habe inzwischen die Lampe erkannt und die Lampe zumindest schon mal hiermit gekoppelt. Für die Lampe habe ich aber auch einen Schalter. Die beiden Gadgets werde ich jetzt hier noch schnell installieren. Ich richte den schnell ein. Platzieren Sie den Sensor so, dass er die Eingänge des Raumes erfasst. Gut, ja gut, das mache ich jetzt gerne. Ihr Sensor wird Studio 1 mit folgenden Standardwerten eigentlich. Tagsüber helles Licht, abends Nachtlicht. Okay. Lava. Das ist ich habe keine Seele. Nice. Philips, könnt ihr mich bitte sponsern? Ich mag eure Produkte so gerne, aber es ist anstrengend. Und dementsprechend haben wir einen funktionierenden Lichtschalter. Wir sehen uns jetzt sofort wieder. Wunderdrehung. Oh, ist mir schlecht. Wir sind in Studio 2. Das hat auch einen Grund. Ich muss natürlich noch Sachen in Studio 1 machen. Aber für eine klassische Party fehlt natürlich hier nichts im Haus. Und wir haben jetzt offiziell mal einen Bierpong-Tisch bestellt. Alter, das sieht aus wie ein Aktenkoffer aus American Killer irgendwas. Ich wollte das immer mal haben, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Los. Okay, bereit? Oh Gott. Oh Gott. Das ist schon sehr groß, ne? Boah, ist voll tief, ne? Alter Falle, okay? Boah, alter Falle, okay. Ha! Ach, du Heiliger. Das ist doch schwer. Das ist auch echt schwer. Philipp so. Scorpion, was geht? Wie fühlen Sie sich nach der Promi-Bier-WM? Oh.
Kung Fu Panda. Okay, weiter geht's. Nach den WM-Highlights geht's weiter natürlich im Takt, Leute. Wir haben ein paar Schräublein noch mitbekommen gestern. Dann können wir nämlich wieder hier unsere Stative befestigen, weil wir haben uns jetzt auch verständigt, dass wir das hier irgendwie machen werden. Das heißt, einmal hier rein, einmal da rein und dann funktioniert das ganze Gerät schon. So. Dran. Guck mal, 50 Kilo. Hängt. Wow. Sieht jetzt kein Zuschauer, was hier gerade passiert. Lasst euch nicht verarschen, Leute. Lasst euch nicht verarschen. Mal wieder eine gute, schwache Sequenz, die ihr hier eingeblendet hat. Schisch. Übergangsmäßig. Passt. Das wird ja gerade benutzt. So, weiter geht's. Und dann synchronisieren wir das. Das ist soweit fertig. Und dann geht's kurz zum nächsten Ding auf der Liste. Habe ich das jetzt falsch rumgemacht? Ist das mein scheiß Ernst? I like it. Motto steht, listen and repeat. Klicks und Abos. Super. Guten Morgen, und? Herr Sturmwaffe. Und nochmal. Klicks und Abos. So arbeitet man hier. Herzlich willkommen im Eisen, Leute. Schön. I und O. B, O, S, S, A. Heißt? I und S, S, A. Das ist Französisch für Iapungi. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen kleinen Kunsttrip. Leute, wir nehmen euch mit, aber in einer etwas kleineren Kameraform, weil es ist schon ein bisschen dunkel und wenn man so als ominöse Gestalt in eine Galerie reinkommt mit einer fetten Kamera, schwierig. Deswegen machen wir vielleicht ein paar Unter-der-Hand-Aufnahmen. Wir sehen uns gleich wieder. Entschuldigung, ist mir rausgerutscht, das wollte ich nicht. Das tut mir wirklich mega leid. Warum steht hier eine Cola? Wir haben seit 3 Tagen keine mehr. Alkohol also. Herzlich willkommen nach den spannenden Aufnahmen, die wir höchstwahrscheinlich musikalisch überblenden mussten. Aus einem Kunstladen hier in Köln haben wir uns Bilder geholt. Wir zeigen euch gleich natürlich welche, aber davor haben wir noch hier spannende Gin Tonic Schokolade gefunden. Von daher... Also es schmeckt gut, aber so komisch, dass man... immer mehr probieren will und sich denkt so... Ja, weil sich die Schokolade übertüncht. Ja, die Schokolade ist halt noch da. Und ganz bisschen Gin Tonic nur. Hä? Eigentlich wollten wir was essen gehen. Problem ist nur, es hat angefangen zu regnen. Dementsprechend haben wir jetzt einfach einen Chill-Modus eingelegt. Und essen Gin Tonic Schokolade. Übrigens sind 2 Buchstaben abgefallen. Also ein bisschen, als ob man Gin Tonic getrunken hat und jetzt Schokolade isst. Lama-Streichhölzer. Die sind aus echten Lamas. Und angeblich sind die aus Peru. Fuck, wenn ich das Büro hab. Nein. Wenn 1 Peng macht, müssen 5 doch noch mehr Peng machen, oder? Oh shit. Ups. Die finde ich schön. Luxury Lama Matches halt. Luxuriöse Lama. Dann haben wir diese Obstschale noch geholt, damit wir endlich mal unser Obst vernünftig verstauen können. Im Haus! Bilder! Es ist ein Skateboard-Ding. So ein bisschen Pop-Art-mäßig. Fand ich schön. Nummer 2. Fahrrad. Gleicher Tonus. Auch schön. Ein siamesischer Zwilling. Auch sehr schön. Frage ist nur, passen die alle hier ran? Weil wir überlegen halt echt, wo wir es ranhängen. Und ich fände das hier vielleicht an der Wand sogar deutlich schöner, wenn man reinkommt, dass man das so zuerst sieht, anstatt diese doch sehr kindlich wirkenden Buchstaben. Weil hinpassen tun sie auf jeden Fall und sieht ganz geil aus eigentlich so. Ja, Klicks und Abos ist funny, also würde ich nach rechts einfach schieben, weil rechts kann man... Das ist immer noch nicht funny, aber... Na klar, jeder schreibt dann so eine happy message, so smile oder so, wir haben Klicks und Abos geschrieben. Fucking funny. Meme, review. Ihr habt so viel Gin Tonic Schokolade in mich reingestopft, kannst du mir helfen? Das hier kann ich alles für dich tun. Wecker, Uhrzeit, Erinnerung, Timer. Stell mir einen Timer auf 5 Sekunden.
Und das waren 5 Sekunden eures Lebens. Okay, schön. Die 5 Sekunden Terrine von Maggi, eine tolle Idee. Oje, oje, oje. Maggi, wenn ihr mal sponsern wollt, schreibe und wingel. Ich kann gut Singi Singi machen. Singi, 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 oh give me your Singi. Oh, Maggi ist toll. So, Food war in Körper drin gehabt. So ist die richtige Vergangenheitsdingsform. Hi, na, was geht? Hallo, das ist mein... Was? Ich kann... Oh, geil. So, wir hängen jetzt noch die üblichen Toiletten-Overwatch-Sachen auf. Das sind ja von der Künstlerin. Habe ich die mal geholt. Das sind echte Plakate, die im Overwatch selber drin hängen. Ich muss zugeben, ich habe seit 1,5 Jahren keine Overwatch mehr gestartet. Trotzdem finde ich das nach wie vor cool, dass es diese Sachen gibt und ich die habe. Deswegen möchte ich auch gerne natürlich wieder an einem Toilettenreiche aufhängen. Wir werden hier eins hinhängen, dann hier eins hinhängen und dann noch bei der Männertoilette hier auf die Seite eins hinhängen. Dann ist es ein bisschen anders verteilt. Wir machen jetzt einen coolen Zaubertrick, nämlich noch kurz zum Ende hin. Bereit? 3, 2, 1. Da sind wir wieder. Na, was für ein Übergang. Oh Mann, Leute, wir sind echt ein bisschen durch. Es hat sich so viel Kleinscheiß angesammelt. Wir sind auch, ja, wir müssen nur noch mal die Buchstaben aufhängen. Wir haben sie ja theoretisch aufgehangen. Dann wären wir durch. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Hier ist einmal das Bild, was ich da haben wollte. Dann haben wir hier einmal Hero of My Storm. Und hier haben wir dann einmal Some Like It Bot. Sehr schön, sehr cool. Me likey likey. Im Eingangsbereich sehen die Bilder inzwischen folgendermaßen aus. Sieht mega geil aus, finde ich, wenn man reinkommt. Hier rechts an die Wand überlegen wir uns jetzt noch. Also schlafen wir jetzt mal eine Nacht drüber, ob wir die Buchstaben ranmachen oder nicht. Leute, das war es jetzt erstmal von dem Vlog. Wir sehen uns beim nächsten Mal natürlich wieder. Drückt mir die Daumen, wenn ihr das hier seht, dass alles gut gegangen ist beim Zahnarzt. Denn ich habe morgen Zahnarzttermin und ich habe mega Angst. Und ich werde höchstwahrscheinlich die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich Angst habe vor Ärzten. Das bin ich. I love it. Geht bitte zum Arzt, wenn es euch nicht gut geht. Nehmt euch kein Beispiel an mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Morgen kommt wieder ein Kochvideo. Peace. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.